Und da starten wir wieder mal Far Cry 4. Ich habe ein bisschen vorgezockt, weil das interessiert euch sowieso wahrscheinlich nicht. Aber ich habe nicht so viel weit vorgezockt. Ich habe halt ein paar Tiere gejagt, habe jetzt. Ich trage jetzt drei Waffen mit mir rum. Gucken, ob man die jetzt sehen kann. Ja, ich habe einen Bogen. Ja, die Mauser und die Stormer habe ich jetzt. Und ich werde gleich von einem verdammten Schwein angegriffen. Ernsthaft? Ach du. Ach, ich glaub's ja wohl nicht. Von einem Schwein. Von einem verfickten Schwein. Wechsel die Waffen, du Arsch. Warum greifen die Schweine einen an? Was soll der Scheiß? Ach, jetzt. Oh, komm. Bitchschweine, ernsthaft? Meine Güte, nein, das nervt. Ja, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen gelevelt. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Elefanten reiten konnte. Ich musste das erstmal freischalten. Es ist unmöglich, auf dem Elefanten zu reiten, bevor man das nicht aufgelevelt hat. Es ist. Das geht einfach nicht. Das ist auch in der Realität so. Man muss das erstmal aufleveln. So, ich wollte einen Glockenturm befreien, damit wir die Karte synchronisieren können. Aber das ist doch ein bisschen lächerlich. Alle Viecher greifen dich an. Also, falls das hier ein Entwickler guckt, bitte patch das, ja? Weil das macht schon keinen Spaß mehr. So, dann fahren wir auf zum Glockenturm, das wäre ein Kampfmoment, aber da scheiß ich drauf. Ihr hört den Sender Freies Kyrat. So, Freies Kyrat, ja. Wundert mich, dass die NATO hier nicht kommt. Ich meine, irgendwo müsste es sich doch rumgesprochen haben, dass hier Krieg herrscht. Wenn es doch die US Army hier denkt, hey, da im Himalaya, da herrscht Krieg. Und der General sagt, pff, da ist kein Öl, da gehen wir nicht hin. Das lohnt sich nicht. Wenn wir Schnee brauchen, dann gehen wir dahin. Genau so ist es. Okay, ja. Da ist ein befreiter Außenposten. Der erste befreiter Außenposten. Ich habe unglaubliche Fahrskills. Die sind so gut, dass es schon fast verboten ist. Was ist das denn jetzt? Ich habe doch keine Mission gestartet. Ich will keine Mission starten. Hallo. Alter, nein! Haben wir etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich habe von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich weil du und ich zusammen. Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Alter. Der Koop-Modus. Ja, okay. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Schützenhafen mitten. Ja, das weiß ich auch schon. So viele spielen auch nicht Far Cry 4. Ich habe auch nicht viele Freunde. Nein, Spaß.
schicke keine Freundesanfragen, das mache ich nicht. Damit ich dann noch mehr Freunde habe. Sogenannte, wenn ihr jetzt meine Finger sehen könnt, Freunde. Ich mache jetzt so Gänsefüße mit den Fingern, deswegen. Also wildfremde Typen, die ohne Headset spielen, aber die dich immer zu Black Ops einladen oder zu irgendeinem anderen COD. Und du hast einfach keinen Bock drauf, weil die halt kein Headset haben, weil du halt nicht mit denen reden kannst. Oder es sind welche mit Headset und sind die letzten Vollspasten. Solche komischen Assis. Ich kann keine Assis ab. So Leute, die alle zwei Sekunden sagen, Alter. Ich meine, wohl mal ist ja in Ordnung, aber. Und die es cool finden, kriminelle Sachen zu machen. Okay, was heißt schon kriminell? Jugendliche Kriminelle gibt es hier nicht in Deutschland. Ich meine, da werden sie noch nie in Amerika. Ich zwar auch nicht, aber da gibt's die Pots ab. Was rede ich hier eigentlich für einen Scheiß? Meine Güte, alles wegen dir. Ich habe euch vorgewarnt, dass ich nur Scheiße labern werde. Aber ich schreibe meine Meinung einfach mal so raus. Ne? Wo ist ein verfickter Adler? Da schießt das dumme Scheißvieh. Mein Gott, stellt euch mal nicht so... Es kommt von hinten, Gegner. Sehr nice. Bleib stehen, bleib stehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin der Stille dort. Ich töte dich still. Ganz still. Und jetzt betatze ich dich. Ich finde Hundemarken. Wahrscheinlich von Pedigree. Ist ja auch eine Marke. Ich mag Pedigree. Schmeckt so nussig. Ich meine, sagt mein Hund. Ich meine, denkt mein Hund. Ach, verdammt nochmal. Da wir lesen. Satish, du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Kyrat für ein paar Wochen verlassen und wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit, du machst den Titel eines Corporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung. Manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Paul de Pleur. Das war ein Franzose, dann hätte ich das mit einem französischen Akzent machen sollen. Oh, voilà. Ich kämpfe mit einer Elsat und einem Zielsucher in der Ecke. Die, die Black Ops 2 spielen, wissen, wovon ich rede. Ein Plastiktiger. Ich freue mich, weil ich ein Plastiktiger... Ich kann dir leider nicht hoch. Ab, ja, das wollte ich sagen. Jetzt greifen schon wieder Menschen an. Ich mag keine Menschen. Die stinken immer so aus dem Maul. So, wo soll ich hoch? Da kann ich nicht hoch, oder? Nein. Es ist unmöglich, da hoch zu gehen. Da kann ich hochklettern. Naja, Paganmin. Paganmin ist ein Billigwas, Montenegro. Ich finde Vaas viel cooler. Der war verrückt. Verrückt, aber sympathisch. Soll ich da jetzt wieder rüber, oder? Man muss immer hochgucken, wenn man hier klettern will. Macht Sinn. Boah, bist du blöd, oder was? Kannst du doch nicht rüberspringen. Ich habe hier schon wieder keinen Bock. Nein, Spaß. Das war ein Witz. Muss ich da halt rüber balancieren. Balancieren, da ist ein Bogen. Mein Bogen ist voll. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ach, ich kann... Ich kann einen, Jeff. Ich kann... Anti-Baby-Pille. Juhu. Lass knacken, bis die Sau kotzt. Wo soll ich denn jetzt hin? Spiel, verarsch mich nicht. Sei mein Freund. Ich glaube, das Spiel mag mich echt. Da muss ich hoch.
Also gameplay-technisch ist das genau wie Far Cry 3. Es fühlt sich an wie ein Add-on zu Far Cry 3. Es fühlt sich nicht wirklich an wie ein Sequel. Nicht wirklich. So, wo soll ich jetzt hoch? Das Spiel verarscht mich wieder, da muss ich hoch. Hoffentlich wird das hier nicht schwerer. Ich mag es nicht, wenn es schwierig ist. Wie ihr wahrscheinlich in den früheren Folgen bemerkt habt. Hochzeitsfotos! Lasst uns alle heiraten. Und dann zahlen wir einen Fernseher auf Raten. Weil der Receiver kaputt ist. Jetzt fliegen wir durch die Karte. Hui! Wie ein schneller Vogel! Oh, wie ein dummer scheiß Adler. Ich hasse Adler. Da wird einer auf Flammen geworfen. Juhu! Barbecue-Party! Ein Tigerbau. Ein Tiger gähnt. Schon langweilig. Wahrscheinlich hat er auch Far Cry 4 gespielt. Das war jetzt aber ein dummer Witz. Viele denken, halt die Fratze, das Spiel ist cool. Ich kann darüber meckern, ich bin ein Gamer. Aber da vorne sind wieder scheiß Gegner natürlich.